Erstmal natürlich auch sagen, dass Ungarn das sehr gut gemacht hat. Ich habe gestern in der PKO gesagt, dass es nach England, nach dem Spiel gegen England, mit Sicherheit der schwerste Gegner hat, den man sich vorstellen kann. Es war eine tolle Stimmung, eine tolle Atmosphäre im Stadion, über ein wunderschönes Stadion. Leider haben wir nicht ganz das umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben ja einfach ohne Überzeugung aufgebaut. Wir waren letztendlich zu schleppend im Spielaufbau. Und das haben wir also dem Gegner relativ einfach gemacht, auch dann gut und gut gestaffelt zu stehen, kompakt zu stehen. Und dann natürlich auch, klar, muss man einfach auch dazu sagen, da war in der Defensive schon das eine oder andere, was wir zugelassen haben, was einfach nicht sein darf. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass wir natürlich auch auf dem Weg einer Entwicklung sind. Und jetzt ist es natürlich schon so, dass wir auf der einen Seite schon nach einer langen Saison drei Spiele haben, die uns richtig fordern. Und ich denke auch, die Mannschaft wird dieses Spiel aus diesem Spiel sehr, sehr viel lernen. Und das ist jetzt für mich erstmal das Positive aus dem Ganzen. Alles andere, wenn wir wieder genau analysieren und wenn versuchen, natürlich am Dienstag gegen Italien, dann wege ich zu Hause in Gladbach einfach einen Sieg einfahren. Wird auch nicht einfach, aber trotzdem erwarten wir natürlich dann von der Mannschaft, dass sie da alles nochmal reinlegt und dann sich mit dem Sieg einfach in Urlaub verabschiedet.